Hallo Leute und willkommen bei, sagen wir mal, so einer Art Test oder sowas. Keine Ahnung, wie man das jetzt sagen soll. Und ja, ich hab mal vor. Ja, ein bisschen leise, wenn es hier geht. Ich mach's mal leise, also. Ist ja voll laut. Ja, ich will mal Slender spielen. Ich hab's schon öfters länger mal vorgehabt. Aber mit Gabi und alles, jo. Aber, naja. Kam nie so zur Sache. Also, wir hatten nie die Zeit gehabt, oder die hatten nie Bock, oder ich hatte keinen Bock. Und naja. Heute mache ich es mal alleine. Jetzt spiele ich es mal. Und Leute, ich kann euch sagen, ich bin wahrscheinlich sehr schlecht in dem Spiel. Und Alter, es sieht hängen. Es sieht hängen. Es sieht einfach nur hängen. Jetzt habe ich mir auf meinen Desktop gespuckt. Let's play. Muss mal gucken, wie das Scheißspiel nochmal funktioniert, Alter. Ich komme damit gar nicht klar. Ich werde mich so erschrecken, das weiß ich jetzt schon. Dieser heftige Slender kommt, dieser Bastard. Oh Mann. Ich laufe jetzt einfach mal dieselbe Scheißstelle. Also, ich laufe erstmal nur geradeaus. Und wir sehen mal, was mich so erwarten wird. Oh, das sind doch die dreckigen Seiten. Ich verstehe eigentlich gar nicht, was passiert dieses Spiel ist. Wieso sucht er diese Seiten? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Typ die Seiten sucht. Was hat er davon? Mal ganz ehrlich, Leute, was hat er davon, wenn er 8 Seiten sucht, also findet, und dieser Slender jagten. Ich meine, ich kenne das Spiel, ich kenne das Prinzip, ich habe schon mal gespielt, aber ich bin nicht gerade gut im Spiel. Mein Rekord war, glaube ich, 6 Seiten. Ich habe es nie geschafft. Ich bin sau schlecht im Spiel, das könnt ihr mir glauben. Und es ist ja auch jedes Mal anders, die ganzen Seiten sind ja jedes Mal anders verteilt. Wenn es halt so wäre, dass es jedes Mal dieselbe Stelle wäre, hätte ich es wahrscheinlich schon längst geschafft, mal die mit den 8 Seiten. Weil hätte ich mich ja schon richtig orientieren können. Aber weil es da jedes Mal woanders da hingespawnt wird oder keine Ahnung, bin ich halt unorientiert und es weckt. Und dann, ich weiß gar nicht, wann ich. Boah Junge, das hat ja gerade. Das ist ein Held. Ja. Komm ich aber gar nicht durch. Weiß gar nicht. Da kannst du durch, komm. Das kriegst du doch hin. Meine Katze nervt. Ist da eine Seite? War da noch eine Seite? War da eine Seite? Es hängt. Wo bin ich denn? Hallo. Oh Junge. Das ist echt behindert. Das hätte ich lieber ein bisschen anders machen sollen. Naja, auf jeden Fall, ich verstehe nicht, was diese Person davon hat, wenn er diese 8 Seiten findet. Ich weiß nicht, was er davon hat. Was passiert dann? Ich meine, ich weiß nicht, was dann passiert. Ah, da ist es ja. Ich hab's doch gewusst, dass es dort ist. Ich wusste das doch. Help me, oh Gott, ey. Wenn ich die Person wäre, würde ich abhauen. Ich würde gar nicht. Die Scheiße los, Leute. Jetzt geht diese dreckige Scheiße los. Es wäre zwar viel witziger, wenn ich eine Facecam machen könnte, aber ich kann es halt noch gar nicht. Weil ich zu behindert bin. Haha. Naja. Ich sollte dieses Spiel spielen, wenn es nicht hängt. Oh, meine Katze nervt, also ich könnte diese. Oh, die Katze. Fettpack. Das ist ein schlimmer Fehler, wenn ich mich jetzt umdrehe. Das weiß ich. Ich weiß das. Ich drehe mich auch nicht um. Auch noch als Lecker kann ich schlecht reagieren. Geschweige das Spiel. Das geht schlecht. Ich laufe jetzt einfach nur noch den selben Scheißweg nach geradeaus. Ich drehe mich nicht um. Ich laufe jetzt nicht woanders. Ich laufe jetzt nur so. Oh Gott. Oh. Irgendwo ist dieser Bastard. Dieser Hund, Alter, der will uns. Oh nein. Oh nee. Nein. Oh, meine Katze regt auf. Oh, Junge. Oh, Mann. Ich will das nicht machen. Das hängt auch noch so scheiße. Oh, Gott. Ich glaube, ihr habt keinen Spaß dazu zu schauen, weil es einfach nur so scheiße hängt. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, fuck. Oh, scheiße, Alter. Oh, Junge. Oh, Junge, dieser Bastard, Alter, dieser Hund.
So muss so. Ey, fick die Slender, Alter. Fick den Stock. Das kam auch noch so unerwartet, weil das Dreckspiel einfach gerade so richtig hängt. Wieso spiele ich das, auch wenn es hängt? Also das Abendspiel ist mir so scheißegal. Das kann mir egal sein. Aber es hängt. Ich kann da so schlecht. Hab ich eine Seite gesehen? Ja, ich glaube, da ist mal dahin. Oder war das nur Slender? Ich hab da irgendwas Weißes gesehen. Kam mir vor mir eine Seite. Das ist eh so eine richtig schlechte Idee, jetzt dahin zu laufen, ne? Oh Gott. Ey. Oh Mann. Oh Junge. Ich drehe mich jetzt mal um. Es hat gehieß, wenn man auf den Boden guckt, dann passiert nichts. Man soll den Bastard einfach nur nicht ins Gesicht schauen. Das ist im Prinzip so wie beim Enderman. Da darf man ja nicht in die Augen schauen. Bestes Deutsch, ne? Ja. Naja, das ist fast dasselbe Prinzip bei Slender halt. Aber wie ihr meine Let's Plays kennt, hängt alles. Typisch. Meine Aufnahmen sind immer so. Werden die auch immer bleiben. Hab ein schlechtes Equipment. Warte mal, ist es nicht da, wo man da rein kann? Ist es einfach nur. Oh Junge. Ich glaube, extra im Kreis oder was? Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Ey. Ich meine, das ist immer dieselbe Ortschaft. Das weiß ich. Aber diese scheiß Seiten sind immer falsch. Also immer anders als gespawnt. Die sind immer woanders. Ey. Ich laufe jetzt einfach mit der Karte aus. Ey. Scheiße Zaun. Oh, Junge. Das würde aber noch viel geiler sein, wenn man es spielt, möglichst nachts im Wald. So einen Laptop mitnehmen und dann Slender zocken. Ey. Da hat man dieses Feeling. Oh, ja, halt die Fresse, du scheiß Ruhe. Der ist irgendwo. Irgendwo ist der. Ich vertraue diesen Bastard nicht. Ich vertraue den nicht. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht, ich sehe den nicht. Aber der ist hier in der Nähe. Hey Leute, wenn ich jetzt mit ihm, wenn ich jetzt schon sterbe, ich hab grad mal eine Seite gefunden. Hey, wie gesagt, ich bin nicht so gut. Wo bin ich schon gut? Nee, warte mal, das war nicht das Spiel mit dem, wo ich die Seiten gefunden habe. Oder war das Ende? Also oder war das andere Ende? Ich grad gar nicht. Keine Ahnung. Also von Grafik her würde ich dieses Slender, also würde ich das Spiel 6 von 10 Punkten geben, weil irgendwie sehen die Bäume so ein bisschen verbuggt aus. Und der Boden ist grafisch nicht so gut. Also es ist okay, die Grafik. Und das gibt auch ein anderes Slender-Spiele. Da haben die schon viel geilere Grafik. Aber ja, eigentlich geht es mir nicht mal um Grafik. Aber ich brauche besser Gesprächsstoff. Deswegen sage ich einfach irgendeinen Scheiß. Um mich auch irgendwie abzulenken von diesem Bastard. Und nicht, dass ich Angst vor denen habe. Ich habe schon gespielt. Ich habe nicht mal Angst vor dem Slender. Ich glaube, das hat keiner von uns hier. Also außer man wirklich vor dem Sinn echt stehen würde. Aber halt in dem Spiel hat man... Das ist halt so in dem Spiel. Du hast zwar keine Angst, aber du hast halt diesen Überraschungseffekt manchmal. Manchmal kommt dieser dreckige Überraschungseffekt da. Erschreckst du dich halt so richtig. Das war's aber auch wieder. Und ja, ich habe eine Seite, ich seh die jetzt schon. Juhu, also werde ich doch nicht wegen einer verdammten Seite sterben. Mindestens 2 Seiten. Kommt wenigstens nicht ganz so peinlich rüber. Was steht da drauf? All race, Wretches, ja bla bla bla. Ich will jetzt nicht lesen. Komm, lauf weiter. Piss dich. Retten weg. Sind ich auch voll dumm. Ich finde es so richtig dumm. Diese Person, ne, wo wir spielen, die kann auch nicht mal rennen. Das ist so behindert. Ne, ey, dann. Oh. Was hätte ich davon, wenn ich 8 Seiten finde? Was hätte ich davon? Ich weiß nicht, was er damit anstellt und ich muss mal das Licht ausmachen, was ich eigentlich gar nicht will. Na egal. Auf jeden Fall. Was hat diese Person davon? Ich verstehe das einfach nicht. Was passiert dann? Ich hab von der Story halt nicht so eine Ahnung. Ey, und ich weiß, dass er hier in der Nähe ist. Ich höre das schon. Aber naja.
Ich bin ja nicht diese Person, ich muss das ja nicht machen. Ich stecke ja nicht in seiner Haut. Ich will es auch nicht. Ich will das nicht. Oh, wie langweilig. Hey, ich will schon noch eine Seite finden. Ja, also ich will jetzt hier nicht schon fast leer aufgehen. Zwischen zwei Seiten. Kaum eine dritte werden wir doch auch noch finden, oder? Komm schon. Das kriegen wir hin. Zusammen schaffen wir das. Geschweige ich und dieser Bastard, wo wir gerade spielen. Wonach weiter nach Seiten sucht und so ein komischer Typ, wo richtig weit ist, in einem Smoking Room jagt. Ey. Das hätte ich auch schon so richtig spähen dann. Du bist nachts in einem Wald, suchst 8 Seiten und dich jagt ein weiser Mann, ein großer weiser Mann mit einem Smoking. Das hätte ich schon richtig spähen dann. Ganz ehrlich. Geiles Horror-Szenario. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Ich sollte mal das Licht ausmachen. Ich will aber nicht. Ich will wirklich nicht das Licht ausmachen. Wenn ich das jetzt ausmache und mache es wieder an, steht auch immer dieser dreckige Wichser vor mir, ey. Das hätte ich gar nicht gern. Und jetzt mach ich es wieder an. Sonne und Baum. Was ist denn das noch? Oh mein Gott. Okay, das ist schon ziemlich schweigig. Ich bin diesem Bastard jetzt nur einmal begegnet. Und dann kam nochmal dieses komische Flattern im Bild. Ein paar Mal. Und so war es das. Großartig kam hier noch gar nicht. Verdammt, die sind jetzt wieder da bei den Zäunen, Alter. Wie sind die jetzt lang gelaufen? Mann, ey. Das sieht so langweilig. Ich glaube, ich stelle mich gleich freiwillig. Das ist doch. Langweil. Ich mach mal das Licht aus. Und laufe jetzt einfach nur noch geradeaus. Ah, ich bin in einen Baum reingelaufen. Boah, nur weil ich dieses verdammte Licht da sparen muss, ey. Das ist doch eh gleich wieder ein Zaun, oder? Nee. Ich dachte schon. Kann die Person nicht sprinten. Boah, ey. Dumm, da kommt doch wieder ein Zaun. Das sieht man doch schon. Ja, habe ich recht, ist da ein Zaun? Ist da ein Zaun? Ja, da ist ein Zaun. Boah. Ich könnte es ja actionreicher machen, dass es irgendwie. Ich könnte jetzt einfach stehen bleiben und drauf warten, bis der einfach kommt. Dass halt ein bisschen Action kommt. Könnte ich zwar machen, aber ich will nicht. Weil ich jetzt einfach nur noch geradeaus laufen werde. Ich laufe, glaube ich, eh nur im Kreis rum. Tue ich auch, das weiß ich. Und hat jetzt so einen richtigen Multilag. Oh Gott, ey. Ganz ehrlich, wenn ich diese Person wäre, ich wüsste nicht, was ich davon habe. Ich würde es auch nicht mit Geld machen. Gar nicht. So sehe ich auch aus. Ob ich es gebrauchen würde. Ach, ich wollte das nicht aus. 2 Seiten. Das hätte schon so richtig behindert. Richtig spät. So richtig bitter. Ich tanze hier nur mit 2 Seiten an. Mir fehlen auch. Oder warte mal. Doch, mit, ja, das ist mit 8 Seiten, ja. Oh Gott. Dieses Geräusch. Oh Gott, ey. Oh, jetzt sag ich mir. Achso, ja, mir fehlen noch 6 Seiten. Noch so viele. Ich hab nicht mal ein Viertel, oder doch?
Na doch, auf ein Viertelgrad mal. Och man ey. Ey, das ist schon langweilig. Ich glaube jetzt einfach nach da. Oh, was? Oh, Junge. Moment. Fuck. Oh, Junge. Oh, dieser Hurensohn. Oh, Junge, es laggt. Das laggt. Oh. Hey Leute, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ich schwöre, ich wollte einfach nur jetzt in die Mitte reinlaufen, weil ich merke, dass ich die ganze Zeit nur am Rand laufe. Das bringt mir nichts. Oh, Junge, das war schon wieder so richtig unerwartet, so richtig. Boah, Alter. Wichse, ey. Oh Mann. Das Spiel ist nicht mal gruselig, aber das bringt einen einfach zum Erschrecken. Das war aber auch wieder, aber trotzdem, das reicht schon. Vom Spiel habe ich überhaupt keine Angst, auch keinen Respekt. Aber wenn es hängt, wenn du das spielst, weil du wirst dich in dem Spiel eh mal ab und zu mal oder mindestens einmal erschrecken und es hängt dann noch so krass wie bei mir, dann wirst du dich erschrecken. Dann wirst du dich verdammt nochmal erschrecken. Oh Junge ey. Dreckiger Wichser ey, aber das hat mich einfach mal so richtig wieder erschreckt, Alter. Kam einfach mal so in einen überraschenden Moment. Das finde ich aber auch cool an dem Spiel, dass er halt immer in einen unerwarteten Moment kommt. Das macht es ja auch so cool. Das macht auch Fun. Halt mal kurz ein bisschen Adrenalin zu bekommen. Jetzt mach ich das scheiß Land raus, Mann. Ich will nicht mehr spielen. Es hängt auch noch so. Und ich glaube, es langweilt euch auch wie die Hölle. Also es langweilt euch wahrscheinlich so richtig. Ja, ihr könnt auch vorspulen, mir ist egal. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch spielen werde. Ist ja kein Let's Play. Na, da waren wir schon. Och Junge, ich hab's doch gewusst, wir sind irgendwie in Zicken so ein bisschen gelaufen. Was? Verdammt nochmal. Jetzt sind wir schon wieder bei den Zäunen, ich sehe das. Junge, ey, ich dreh mich jetzt wieder um, das ist. Das ist weg. Hey, was zur Hölle? Was, Junge? Wir haben schon verloren. Also wie viel Zeit waren das jetzt? 2 Stück. Respekt. Naja. Hoffentlich hat euch dieses Kurzvideo gefallen. Das war so lächerlich, das ist so eine Sache. Naja, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos, dann schreibt in die Kommentare, dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Video wieder. Also bis dann, Leute.